was bisher geschah, bin ich eine Hexe. Boten kommen zu mir, tagsüber zwei Raben. Kennst du das Symbol der zwei Raben? Oder hast du sie vielleicht selbst schon gesehen? Zwei Raben werden in der nordischen Mythologie als die Raben Odins bezeichnet, Hugin und Munin. Der Rabengott Odin steht unter anderem für Weisheit, aber auch für die Toten und für die Magie. Seine beiden Raben flogen bei Tagesanbruch fort, um auszukundschaften, was in der Welt alles geschieht. Am nächsten Morgen kehrten sie zum Frühstück zurück. Die beiden Raben vor unserem Haus warteten dort morgens auf mich und nachdem sie mich gegrüßt hatten, gingen sie davon. Hugin, vom altnordischen Wort Huga, denken, gilt als der Gedanke. Munin, vom altnordischen Wort Muna, sich erinnern, gilt als die Erinnerung. Kam im alten Rom ein Rabe von rechts in einen als Auguralbezirk bezeichneten Bereich, so war dies ein gutes Omen. Waren es sogar zwei Raben, war das Zeichen umso besser. Kam der Rabe von links, war es ein schlechtes Omen. Meine beiden Raben kamen von rechts und gingen nach links. Ich betrachte die beiden Raben vor unserem Haus als gutes Omen. Sie verbinden mich mit mir. Die Schleier sind geöffnet.